bin nun hier auf dem wunderbaren Land, wo die Andacht war am 30. Mai, die Kraftausgießung, die Feier der heiligen Taube. Hier haben wir gefeiert und Gott geehrt. Auch waren aus dem Jenseits über Hunderte hier versammelt und freuten sich, die Worte zu hören von Immanuel Markus. Aber das ist schon Vergangenheit. Wir wollen in der Gegenwart leben und die Gegenwart gibt uns reichlich. Sie gibt uns so viel stark im Geiste, wenn wir auf die Symbole achten, die uns im Kleinen wie im Großen begegnen. Im Video 1 habe ich darauf hingewiesen, auf was ihr achten sollt. Nun gehen wir weiter in die Vision 2. All das, was ihr in dieses Leben einbringt, ob ihr nun von Atlantis, Lemuria, bei Abdrushin als Araberfürst, wo ihr dabei wart, bei Wegbereitern und so weiter, wo ihr immer dabei wart, nehmt ihr alles mit hier in dieses Leben. Das, was ihr damals tatet im Guten, soll auch wieder Gutes Früchte tragen. Es soll im Guten euch den Weg in die Vision bringen. Damit ist nicht das Ziel gemeint, das Paradies. Natürlich, es ist das Ziel weit, weit weg, weil der Mensch muss ja zuerst mal bewusst sich selbst bewusst werden und wahrhaftig. Wahrhaftig stehen als Menschengeist in seinem Geiste. Dafür muss er wissen, woher er kam, wer er ist und wohin er geht. Wenn er das kann, dann sieht er seine Qualitäten, seinen Charakter und seine Gaben. Er wird diese versuchen zu veredeln. Tut er das, veredelt er seine Züge, seines Seins, des Charakters, der Gaben, der Fähigkeiten, der gegenwärtigen Lebenssituation entsprechend, drückt er das auf in Edelmut, im Schönheitssinn, dann kommt er einen großen Schritt weiter, der Vision zu folgen. Die Vision ist ein Teil aus diesen Menschheitsepochen wie Atlantis, wie Lemuria, wie Abdrushin sowie den Wegbereitern und Jesus Christus. War der Mensch dabei in diesen Episoden? Er war dabei und war irgendeiner, wenn er im Bösen da mitmischte, dann soll er auch dazustehen. Und er soll in Reue, demütig bitten darum, dass er die richtigen Menschen findet, die ihn weiterbringen. Oder er war ein Guter. Wenn er ein Guter war, dann wird er auch wieder Gutes tun, wieder Gutes bringen. Es geht nicht anders, als dass, wenn ein Guter war, dann wird er vom Licht aus auch so bereitet, dass er auch wieder als Guter unter die Menschen soll, denn es braucht Stützen. Die stützende Liebe habe ich mitgeteilt in Video 1. Wer es begriffen hat, was eine stützende Liebe ist, die nicht so sehr auf sich selbst schaut, sondern dienend in der Gotteskraft steht, stützend dem anderen eine Hilfe ist.
und zwar in Strenge, nicht in nachgiebiger Liebe. Nun, wir kommen nun immer näher der Vision entgegen. Wenn ich will, dass ich das Ziel erreiche und auf dem Weg zum Ziel den Sieg vor mir habe, dann sehe ich weit vorne das wunderbare, großartige Ziel. Und ich laufe hindurch. Ich laufe in das Ziel hinein. Ich habe abgeworfen alles Schwere, alles Träge, alles Bequeme, das an mir noch ist. Ich habe mich nicht mehr versuchen lassen. Alle Versuchungen habe ich getrotzt. Und dann stehe ich da, stark und kraftvoll und will nur noch dienen, ihm, dem Schöpfer. Und ich diene, indem ich eine stützende Liebe bin, dem Menschen. Das ist der größte Punkt. Die stützende Liebe. Sie wird den Menschen dahin bringen, dass er neutral und ohne Reue steht, als wahrhaftiger Mensch. Dann kommen die Visionen. Es kommt über Nacht. Er wird geführt, geleitet an Orte, wo er weiß, da war er schon einmal. Oder er weiß, er muss es tun, was ihm dort geboten wird, denn es sind Symbole, kleine und große. Geht diesen Symbolen nach, nicht aus krampfhaften Bildern entstehend, nicht diese wiederholenden, krampfhaften Bilder, nicht diese sind gemeint. Es sind Symbole wie dieser Platz hier. Er ist symbolisch gefunden worden durch einen wunderbaren, lieben Menschen draußen in der Welt. Er hat ihn gefunden und ich sagte ihm, großartig, vielen, vielen Dank. Das war ein symbolisches Ablösen mit diesem Menschen. Er gab mir diesen Platz. Mittlerweile ist er nicht mehr bei mir. Schade, es war ein guter Mensch. Menschen kommen und gehen. Lass sie gehen. Und schneidet die Verbindungen von euch zu denen ab. Ihr schneidet die Verbindung ab mit einer Handlung, indem ihr einfach die Fäden zu den Menschen, die euch nicht mehr wollen, einfach abschneidet. Schneidet sie einfach ab. Daraus ergibt sich dann ein Neubeginn. Bei euch sofort, bei anderen, die es betrifft, die sich von euch entfernten, die nicht mehr so denken wie ihr. Für sie gibt es auch einen Neubeginn. Nun geschieht etwas Wundervolles, Wunderbares. Dieser Neubeginn geschieht aus einem Wollen heraus, aus Beobachtung, aus Rückschlüssen dieser Menschen. Und es geschieht so, dass sie wieder auf euch zukommen. Die Vision 2. Wenn ich mir nun vornehme, dass ich eine Vision hatte im Traum, und mir vornehme, dass ich das aufschreibe, dann zerlege ich es im Verstand, dann kommt immer mehr Fantasie hinzu. Das ist nicht gemeint mit Vision. Die Vision kennt keine Fantasie, sie ist augenblicklich. Sie wird geschrieben, sie wird aufgeschrieben, sofort, und sie geht in die Tat, die Vision. Anders ist es nicht möglich, denn
Diese Vision, von der ich spreche, ist durchdrungen von Geiste mit der Kraft Gottes. Sie hat nur eines im Sinn, dass der Mensch aufschaut zum Licht, strahlend, hell, und nur noch das tut, was ihm nützt. Andere Dinge tut er nicht mehr. Es sind noch kleine, irdische, materielle Dinge, die er erledigen muss. Das muss sein, aber mehr nicht. Er kehrt wieder zurück in sein Sein und er ist wieder Mensch aus vollem Geiste und hat nur das eine Ziel, dem Vollkommenen zustreben. Er will also dem Vollkommenen zustreben. Die Hilfen, die wir erhielten durch Gaben, durch Fähigkeiten, durch Charakter aus Lemuria, aus Atlantis, aus den Wegbereitern, dem Wort Gottes vermittelnd und gründend damals, in Christus Jesus, in Abdurshin und vielen anderen, wird uns lebendig machen. So stark, dass wir nun in die Arbeit gehen. Jeder für sich. Vor allem die Berufenen und Jünger. Sie müssen nun, sie werden gezwungen, in die Handlung zu gehen. In allem Streben nach dem Lichte, nach der Wahrheit, im guten Wollen, da kommt noch etwas hinzu. In der Vision 2 geschieht noch etwas ganz Lebendiges. Es macht euch so glücklich und stark, dass ihr in diesem Frieden des ganz Natürlichen wallt und wogt. Was dann geschieht mit euch, ist dann ein Wirken im Geistigen. Diese Vision der hohen Kraft, die euch in euch Einzug hält, wird immer ein Gutes tun. Es wird immer vorausschauend gute Dinge tun, nie andere. Und wenn ihr dann die Vision nimmt, lebendig, dann wird sie euch führen und leiten. Sie wird euch stützen. Die Gerechtigkeit aus der Kreisbotschaft, im Lichte der Wahrheit, ist für euch die höchste Stütze, die ihr haben könnt. Stützende Liebe gab uns Abdurshin in seinem Wort. So ist es. Unterscheidet von euren Wünschen und eurer Vision. Ihr müsst dauernd unterscheiden. Wenn ich den Wunsch habe, jemanden zu treffen, dann muss ich mich entscheiden, warum ich den treffen will. Was kann ich ihm geben und was gibt er mir? Dann kann daraus eine Vision entstehen. Denn ich bringe ja so viel und er bringt so viel, damit, wenn das zusammentrifft, im guten, reinen, hohen Wollen, dann wird es groß, großartig. Aber es bedingt ein geistiges Arbeiten, unentwegt. Ein unentwegtes geistiges Arbeiten täglich. So wie Abdurshin erwähnte in einem seiner letzten Briefe an die Menschen, dass nun jeder sich zurücknehmen muss von irdisch-materiellen Dingen. Und damit sind alle Dinge gemeint,
auch Beruf, Familie und so weiter. Und er muss nun alles vergeistigen, wo er steht. Er muss sich tatsächlich 2/3 im Tag dem Geistigen zuwenden. Sonst wird er es vermissen, dass ihm geholfen wird zur rechten Zeit. Wenn dann die Katastrophen kommen, alles zusammenstürzt, hier alles überflutet wird, dann wird es schwer für die Menschheit. Es hat schon begonnen in den Ländern, die viel fluchen. Ich war in diesen Ländern, Spanien, Italien, Portugal. Diese Menschen fluchen sehr viel und oft fluchen sie über Gott. Und diese Länder werden jetzt heimgesucht als erstes. Und es kommt Hagel und Flut. Die Menschen können es aber in den Nachrichten nicht hören. Es ist so viel. Es ist ja jeden Tag eine Flut. Jeden Tag ein Hagelsturm. Die Nachrichten kommen nicht mehr nach. Auch wollen sie die Menschen nicht verunsichern, weil sie ja kein Wissen mehr haben, die Wissenschaft. Und sie haben schon gar nicht das Wissen von der Schöpfung. Das nur am Rande. Ich muss euch immer wieder zurufen, die stützende Liebe, die ihr gibt dem anderen. Es ist die Liebe, die vor Gott die dienende, alles gerechte Liebe ist. Wenn ihr das als erstes tut, dann folgt alles andere. Ihr könnt eine Vision haben, dass euch ein Engel begleitet. Und der Engel gibt euch zwei Stichworte mit auf den Weg und dann müsst ihr arbeiten damit. Das ist eine Vision, die ihr dann bekommt auf den Weg. Aber ihr habt diese Vision schon bereits, wie ich schon vorher sagte, in anderen Leben schon gedeihen lassen. Ihr habt sie zur Erkenntnis gebracht damals. Nur ist es jetzt verstaubt in euch und ihr müsst es nun entstauben. Macht es rein, legt es frei und dann seid auch ihr frei und ihr seid im Frieden. Der Mensch braucht Visionen. Der Mensch hat ein großes Wissen. Er bekommt die Weisheit. Aber die Weisheit bekommt er nur über die Vision. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Im einen können wir durch die Wahrheit, im Lichte der Wahrheit von Abdurjin, die Gerechtigkeit und das Wort erlangen. Es hilft und stützt uns. Es ist die Wahrheit. Dann ist da die Weisheit der Alten, die Weisheit aus verklungenen Jahrtausenden, aus großartigen Geschehen heraus erzählte Geschichten, denen müsst ihr nachgehen. Dann kommt ihr in die Vision, eure Vision. Die Vision geht so weit, dass wir dann enthoben werden, dass wir wie neben unserem Körper stehen und kraftvoll hineingleiten. Es ist ein großartiges Erleben. Wer die Vision so erleben kann, der schwingt in der Weisheit.
Weisheit ist kein Wirken. Weisheit ist Wallen und Wogen. Das ist die Weisheit. Darum ist Weisheit schwer zu beschreiben. Nur große Künstler konnten die Worte so bilden, elastisch aneinander in Schwingung halten, wie auch Abdruschin es konnte mit der Gralsbotschaft, als er es schrieb in Immanuel, seiner Kraft. Je mehr Wünsche euch abhanden kommen, damit meine ich auch gute Wünsche. Denn gute Wünsche sind ja erst ein Fingerzeig und ihr habt noch einen großen Weg vor euch. Also ist besser, wenn ihr habt das gute Wollen, das große, reine, hohe Wollen. Es bringt euch schneller voran. Ihr habt dann im Tag viele Stunden frei für euch. Alles andere ist nicht mehr wichtig, ist unwichtig. Versteht ihr? Die Visionen. Ihr könnt Visionen haben von früher. Das sind nicht die gemeint. Da ist viel Fantasie mit hineingewoben. Und die stimmen nicht mehr. Es können Träume sein, aber im Besten ist es heute im Ringschluss alles geschehen. Ihr achtet auf die Symbole. Auf die Symbole. Ihr müsst auf die Symbole achten. Auch wenn ihr täglich hinausgeht, schaut auf die kleinen und großen Symbole. Die geistigen Helfer, sie wollen, dass ihr die Symbole aufnimmt, dass ihr durch die Symbole kraftvoll werdet, dass ihr abwirft, die Gegner, die Feinde. Wie wollt ihr sonst die Feinde und Gegner abwerfen? Sie sind zu listig, sie sind zu schleimig, zu hinterlistig, die Feinde. Ihr könnt sie nur abwerfen, wenn ihr auf die Symbole achtet. Ihr könnt auch zurückgehen, für euch 2 Wochen lang zurück, wenn ihr ein Tagebuch führt, sonst wird es schwierig. Tagebuch führen ist auch sehr gut, aber nur das Geistige hineintun, nichts anderes. Wenn wenig Geistiges ist, dann ist halt nichts da. Oder nur wenig. Auf jeden Fall nimmt und führt wieder Tagebuch. Aber nur für geistige Dinge, Zusammenhänge, die euch wieder dahin führen, wo Gegner und Feinde sind. Das andere kommt von alleine, die Guten, die sind von alleine da. Auf die müssen wir nicht achten, nicht schauen. Die sind einfach da. Und sie geben uns ihr Bestes, sie sind neben uns, sie tun ihr Gutes. Sie haben auch Schwächen, aber sie haben diese überwunden, ihre Schwächen von damals. Also, wir sind schon oft auf dieser Erde inkarniert. Die einen waren auf Atlantis bei Jesus dabei, bei Abdruschin dabei schon 2-mal, oder sie waren bei Lemuria dabei oder noch weiter zurück. Wichtig ist, dass ihr erkennt, die Fehler, die ihr damals machtet, macht ihr auch heute wieder. Der Mensch hat nicht gelernt. Das falsche Prinzip auf dieser Erde war viel zu mächtig, als dass der Mensch sich frei emporschwang in das Geistige. Darum sind wir wieder hier. Wir nehmen aber Großes und Gutes mit auf den Weg, den Charakter, der sich geformt hat, feiner wurde und elastischer und
Gutwollender, die Fähigkeiten, die wir haben, sei es mit den Händen zu arbeiten, mit dem Geiste zu arbeiten, mit dem Verstand, mit dem scharfen Verstand Dinge tun, die wir sonst im lauen Verstand nicht könnten. Auch dafür ist der starke Verstand wichtig, dass wir dann den Tempel bauen auf dieser neuen Erde, der ein Monumentalwerk werden wird, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Eben ein Abbild des Gralstempels von oben. Den übrigens schon Ludwig am Vierwaldstätter See bauen wollte. 1874. Tja, das sind die Visionen. Es sind Visionen, die uns vorwärts treiben, machtvoll, stärkend. Und immer kommt etwas mit uns, nämlich das, was uns ausmacht im Geiste. Das, was uns über viele Jahrtausende im Geiste formte, kommt nun durch die höhere Geschwindigkeit, Kraft Gottes, zum Vorschein. Und wie? Gewaltig kommt es. Atemberaubend schnell. Also vertändelt euch nicht. Seid frohen Mutes. Achtet heute und immer auf die Zeichen der Symbolik. Wenn ihr eine Straße entlang fährt und ihr seht lauter Zahnärzte, tja, dann tut ihr das mal speichern. Ihr fährt wieder vorbei und schon wieder seht ihr den Zahnarzt. Ihr wolltet gar nicht da vorbeifahren, aber es geschah halt. Ihr speichert nun diesen Zahnarzt. Eines Tages kommt ein Freund und er hat alle Zähne verloren. Dann fragt ihr euch, was hat jetzt das mit dem Zahnarzt, den ich so viel gesehen habe, mit dem heutigen Freund, der heute kam und er kam noch zu spät. Was hat das mit ihm zu tun? Dann schaue ich ihn so an und er hatte tatsächlich alle Zähne verloren. Und schaue ihn so an und in diesem Moment schießt es mir durch den Kopf. Es kann von damals ein Gegner gewesen sein von mir, der mich schwächen wollte. Und nun ist er mein Freund. So schnell geht das. Die Ringschlüsse müssen sich nun erfolgen. Sie müssen sich nun zusammenschließen. Als ein Ring. Genauso wie ein Ring geschlossen ist, ist ein Ringschluss ein Ring, der geschlossen werden muss. Durch alle angefangene Entschlüsse geformt, vorangetrieben, müssen nun diese Entschlüsse zusammen geformt ein Ganzes geben. Und so habe ich diese Dinge gesehen. Es sind Symbole, kleine und große, die euch zu den wahren Menschen führen. Es können Menschen sein, die bei euch schon 10 Jahre neben euch hergehen oder 20 Jahre und es fällt nie auf. Sie sind einfach nur nett. Die schönen, lieben Freunde sind einfach nett. Aber dann will das Licht, die geistigen Helfer wollen dann, dass du vorankommst. Und du kommst voran, wenn du auf die Symbolik hörst, schaust, sie aufschreibst, sie benennst. Und dann, rückführend, gibt es die große Wende. Vision 2. Auch Abduschin hatte eine Vision, als er Arabien bereiste 1905. Er hatte die Vision, Bücher zu schreiben über seine Reisen.
und er tat es. Er wusste aber, das Ziel ist ein ganz anderes. Er wusste, dass seine Reiseberichte, dass immer mehr Schwingung reinkam, immer höhere, reinere geistige Schwingung. 1915 wurde es so stark in ihm, dass er großartige Vorträge schrieb, mit hoher Schwingung bereits. Und er wusste, nun ist seine Vision erfüllt. Er wusste, wenn er in dieser Vision des Schreibens, des großartigen, klaren, hellen, hohen, reinen Schreibens, in dieser Schwingung, dann wird noch weiteres folgen. Und es folgte. Über 500 Vorträge wurden von Abdurjin niedergeschrieben. Viele sind in der Kreuzbotschaft im Lichte der Wahrheit 1931, in Nachklängen, in Fragenbeantwortungen und in unveröffentlichten großartigen Vorträgen. Abdurjin ist seiner Vision nachgegangen, mit Nachdruck. Ein Mensch, der im Geiste steht, der klar und wahrhaftig steht, dem wird Druck gemacht. Das Licht macht Druck. Nicht die Erde, die Erdenmenschen machen Druck oder das irdisch Materielle macht Druck. Nein, das Licht macht Druck auf diesen Menschen, damit er es tut. Und dieser Druck wird so stark, dass sogar zwei Seher auftauchten und ihn ermahnten, er solle nun in die Aufgabe gehen. So stark, dass er nun in die Aufgabe ging, unterschrieb, unterschrieb noch mehr und er brachte den Heiligen Gral auf die Erde. Im besseren Verstehen und so, dass das hohe Geistige nicht verloren ging. Und es blieb der hohe heilige Gral. Er verband sich durch dieses Buch, der Gralsbotschaft, in der Abdurjin Immanuel auch Gralskönig ist, hoch oben, über dem Paradiese, weit über dem Paradiese, in einer neuen, reineren Ebene, als es der Geist sich vorstellen kann. Nun, das ist eine Vision. Es war die Vision von Abdurjin und er hat erfüllt. So wünsche ich euch in eurer Vision, dass auch ihr erfüllt. Es kann sein, dass es noch eine Vision 3 gibt. Ich bin mir noch nicht sicher. Es geht nun daran, wie der Mensch arbeitet mit der Vision 2. In diese Vision 2 gehört auch, dass der Mensch seinen Körper verfeinert. Dass er also jeden Tag eine halbe Stunde bis Stunde sich rein hinlegt. Er muss sich also hinlegen und an nichts denken, nicht meditieren, er darf nichts tun in dieser Stunde. Er legt sich hin und sein Körper wird verfeinert. Denn wir müssen immer auf etwas erst zugehen, bevor wir es bekommen. Wir müssen erst etwas geben. Das heißt, wir geben also unseren Körper dem wesenhaft Geistigen hin, damit es mit unserem Körper das tun kann, damit er verfeinert wird. Wesenhafte, höhere Strahlungen müssen nun in den Körper hinein. Er wird ätherisierter, unser Körper, für die neue Erde. Das ist meine Vision und es gibt viele. Bis zum nächsten Mal.
Ihr Emanuel Markus.